Welcome to Take It From The Iron Woman. My name is Susanne Müller, your host and the Iron Woman. This podcast is about empowering yourself and others to make real changes in the world. You will hear from everyday, smart, sophisticated, hip people like you and me. Not everybody has to be an Iron Woman to impress the world. Together, we will learn from the sports and business leaders how you can become a more successful person as an entrepreneur or a leader. It's one step at a time, one day at a time. Take your steps now. Take your big steps now. Join me on this journey to success. Take It From The Iron Woman, we only have special guests, and today we talk again to Julia Reinhardt. She's a photojournalist contributing to Getty Images and Noor Photo Agencies. Her photos have been published by NBC, CNN, ABC, BBC, The New York Times, The Guardian, The Economist, Washington Post, Financial Times, Der Spiegel, Le Figaro, La Repubblica, Rolling Stone, New York Magazine, amongst others. She lives currently in Göteborg, where she has taken up landscape photography. At Burning Man, she found utopian science in a post-apocalyptic world. And we're switching to Swiss-German because we both are from Switzerland. Learn the language fast, but reach out to her. Hallo, Julia. Ja. Endlich können wir miteinander reden. Ich habe schon lange geschaut, wo du immer bist und die wunderschönen Fotos, die du machst. Sag doch ein bisschen, wie war das auf dieser Reise? Und ja, es ist wirklich eine Reise, also im alten, klassischen Sinn. Weil es braucht sehr viel Vorbereitung, aber auch, sagen wir mal, sowohl physisch wie auch mental. Weil man verlässt ja eigentlich Zivilisation, weil es gibt keine Zivilisation in der Antarktis. Es gibt ein paar Forschungsstationen, es gibt Leute, die da das ganze Jahr sind. Aber es ist eigentlich keine permanent bewohnte Gegend, weil es auch sehr unwirtlich ist. Also man kann ja dort kein Gemüse züchten oder auch sonst, sagen wir mal, sein eigenes Lebensmittel produzieren. Alles muss eingeflogen werden. Das ist von dem her ein sehr unwirtlicher Ort, aber es ist auch eine sehr, sehr, sehr faszinierende Landschaft, sehr schön. Auch also im schlechtesten Wetter ist es eigentlich sehr faszinierend zu sehen. Ja, also man macht eine Reise schon vor der Reise, bis man dort ist, weil meistens fliegt man. Und gerade wenn man irgendwelche Charterflüge nehmen muss, dann ist man oft sehr limitiert mit dem Gepäck, was man dabei haben kann. Also irgendwie hat ein so ein Duffelbag dabei gehabt und ein Carry-On. Und ja, wenn man dann 3-4 Wochen unterwegs ist, dann muss man schon sehr genau sich überlegen. Weil es gibt ja dort keinen Laden, wo man hingehen kann, etwas kaufen, wenn man etwas vergessen hat. Aber manchmal habe ich das Gefühl, geht man auf eine Reise und hat 2-3 Gepäck mit und dann am Schluss merkt man, ich brauche gar nicht so viel. Vielleicht ist es manchmal besser, wenn du nur 1 Gepäck hast. Ja, absolut. Also das ist jetzt eigentlich von einer von meinen ersten Reisen, wo ich wirklich alles auch verwendet habe, was ich auch mitgenommen habe. Also wenn man viel in der Natur ist, wenn man wandert, wenn man Skifahrt, dann hat man erklärt, dass man, wenn man sich in die Lagen anlegt, man könnte viele dünne Lagen, auf mehrere dünne Lagen, könnte dann sehr variabel auch anpassbar Temperatur durch eine sehr gute Wärme geben. Jetzt so also im Hochsommer bei Antarktis, da geht es also gegen 0 Grad an der Küste. Innen im Land ist es dann schon kälter. Und nachts ist es dann halt schon minus Grad. 5 bis 10 bis 20, je nachdem. Und eben auf dem Kontinent, wenn man mehr ins Landesinnere geht, dann ist es dann immer 20 bis 30 minus oder auch 50 im Winter. Da muss man schon schauen, dass man mit ein paar Lagen, da kann das variieren, weil auch die Temperatur sehr variiert rund am Tag. Zum Beispiel, wenn man an Land geht, man läuft dann im tiefen Schnee, also es ist physisch sehr anstrengend, wenn man schwitzt, und da muss man auch für das vorbereitet sein, aber es kann dann gleichzeitig auch sehr blasen, also man muss auch winddicht und wasserdicht angelegt sein. Das ist also noch hast du eine Liste, wenn du auf die Reise gehst, was zum Mitnehmen? Also man kommt, also ich habe keine Listen bekommen von denen, mit denen ich da gereist bin, aber es gibt genug Resources im Internet, man kann so, es gibt Leute, die ihre Blogs geschrieben haben über ihre Trips. Es gibt auch ein paar Facebook-Gruppen, wo die Leute mich fragen, was soll ich mitnehmen, wo die Leute, die schon da sind, antworten und sagen, ja, das hat für mich funktioniert und das nicht. Also man muss sich ein bisschen engagieren. Also ich wollte eigentlich schon vor der Pandemie gehen, aber es ist dann wegen der Pandemie ist die Reisbarriere verschoben worden. Also ich hatte dann Zeit, mich
zu informieren und vorzubereiten. Man kann das nicht, dass man einfach so spontan macht. Und du bist ja Fotografin, da hast du ja noch mehr Sachen. Also ich kann mir vorstellen, dass du nur 20 Kilo oder 25 Kilo kannst mitnehmen und dann noch die Fotografenausrüstung. Wie hast du das gemacht? Ja, also mein Carry-On ist schwerer gewesen auf meinem Koffer. Ach. So wie man das macht, weil also Kamera hat man ja im Handgepäck. Also ja. Kameraausrüstung. Der Rucksack sieht echt so unschuldig aus, aber der hat heute 20 Kilo gewogen im Rucksack. Und also mein Duffelbag ist also leichter gewesen. Der hat nur 23 Kilo gewogen. Aber ich habe halt auch drei Kameras. Das ist dann auch jetzt eine Sache, weil dort unten, wenn meine Kamera kaputt geht, kannst du ja nie nach meinem Laden gar eine neue kaufen oder die flicken lassen. Also man kann auch drei Kameras dabei haben, etwa fünf verschiedene Objektive. Und das wirkt halt dann, wenn man professionelle Ausrüstung dabei hat. Hat es etwas gehabt, wo du denkst, ah, das hat mitgenommen? Eigentlich, also ich habe das meiste eigentlich dabei gehabt. Ja, eigentlich. Irgendeinen Adapter zwischen der Kamera und einem von der Objektiv. Wäre noch gut gewesen, wenn ich den dabei hätte. Aha. Weil, wenn man auf dem Schiff ist und man will etwas vom Land fotografieren, ist man auch mit dem Tele eigentlich noch Teleobjektiv recht weit weg. Und dann habe ich so einen kleinen, das nennt sich ein Expander, wo ich quasi mehr Zoom anbringen kann mit dem gleichen Objektiv. Und den habe ich vergessen. Also, der wäre noch gut gewesen. Aber sonst, habe ich eigentlich, durch das, dass ich doch professionelle Kameras habe, habe ich auch sehr große Sensoren. Und durch das habe ich das meiste, was ich wählen machen können. Und du hast gesagt, du hast 20'000 Fotos mit heimgenommen. Ja, gut, ich habe auch viele Vögel fotografiert im Flug. Und da geht man halt dann doch, das nennt sich Burst Mode, wo man dann quasi 20 Bilder in der Sekunde zum Teil macht, damit man den Vogel auch erwischt und auch in einer guten Position. Und dann ist es sehr leicht, dass man 100, 200 Bilder macht von dem Vogel. Aber sonst, so von Landschaften, bin ich dann schon ein bisschen sparsamer gewesen mit dem Auslöser. Weil man muss ja schon auch die Landschaft anschauen. Also man muss auch Szenen reinsuchen, die Atmosphären und so ein bisschen eins werden mit dem, was um einen herum passiert. Und das dann fotografieren, versuchen zu reflektieren. Also wenn man nur einfach wild dort losknipst, kommt man ja nicht die Ruhe über mit dem Bild, was gerade dort unten eigentlich doch ist. Weil es doch sehr einsam ist. Aber wir sind auch noch sehr früh in der Saison gewesen. Wir sind Anfang Oktober schon dort unten gewesen. Meistens kommen erst Mitte November, Anfang Dezember. Also die ganzen Research Stations sind noch nicht besetzt gewesen, wo wir dort unten gewesen sind. Und dann sind sehr, sehr wenig Leute dort. Und dann hast du doch eine sehr meditative Landschaft vor dir. Und da musst du auch ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen schnaufen und ein bisschen schauen und einfach ein bisschen einsaugen, bevor du da losknipst. Viele Leute haben ja schon sehr, sehr viele Bilder gesehen, aber irgendwie, du willst ja auch etwas für dich selber mitnehmen. Und es geht ja nicht darum, dass du den anderen Leuten deine Fotos nur zeigst. Es geht auch darum, es war ja eine Reise für dich auf eine Art. Und ja, ja. Was hast du von dieser Reise mitgenommen, außer die 20'000 Fotos natürlich? Ja, also man wird schon quasi erinnert an die Einfachheit vom Leben auf eine Art. Weil es gibt dort ja nicht viel, was man als externe Stimulanz. Man muss ja quasi die Schönheit auch in sich selber finden. Es ist auch sehr meditativ. Also wenn man Schiff fährt, doch auch sehr langsam. Also im Verhältnis zum Auto oder zum Flieger. Und die Landschaft bewegt sich langsam an einem vorbei. Und man hat Zeit. Also man hat Zeit, etwas zu sehen und zu beobachten. Das Wetter ändert sich doch recht schnell. Zum Teil, also man hat auch Zeit zum Teil, also so eine Veränderung zu beobachten. Also es ist ein anderer Rhythmus, wo man auch mit außer dem Schiff selber, jetzt eigentlich sehr wenig, was Krach macht, wo man ist. Und das Schiff hat dann auch eben die Motoren wirklich runtergefahren, sodass es eigentlich möglichst wenig Geräusch macht, wo man dann auch wirklich die Stille hat können erleben. Und das ist dann, ja, fast überwältigend für gewisse gewesen. Also gewisse, also meine Mitreisenden sind fast zusammengebrochen, weil einfach die Stille sind sich nicht gewöhnt gewesen. Und ein bisschen haben Mühe gehabt damit, dass es so still war. Weil man sich gewöhnt ist, dass immer irgendetwas ist. Und die Pinguine, sind die nicht lärmig? Oder ist es einfach, wenn du auf dem Schiff warst, ist es sehr ruhig? Also Pinguine selber sind schon, also wenn sie miteinander reden und so. Also man hört auch, und man hört sie zum Teil auch über das Wasser und über das Eis. Ist auch der Ton kommt ja recht weit. Und man hört sie recht weit weg schon, Pinguine. Aber nicht überall, wo man ist, hat es Pinguine.
Also es gibt schon Landschaften, wo es einfach nur Eisberge sind und dann plötzlich taucht irgendetwas auf und dann, das ist dann ein Walfisch, der gerade rauskommt und schnauft. Den gehörst du dann nicht weg, weil es das Einzige ist, was gehört. Das kann man sich fast nicht vorstellen, außer eben, wenn du derb bist. Das ist auch schön. Das ist ja, wenn man in den Schweizer Bergen ist, so, manchmal hat man so das Gefühl wie, man gehört nichts. Also es ist sehr meditativ auf eine Art, also, wenn man sich dem öffnen kann und dem auch zulassen und das auf sich einwirken lassen, das kann auch sehr entspannend sein auf eine Art und sehr schön, weil es ist doch eigentlich es ist ein Ort von Extrem, es kann sehr extremes Wetter sein, es kann es wirklich so winden und kruten und machen, dass es also wirklich unschön ist. Und dann kann es auch ganz windstill sein. Und einfach nichts regt sich. Und einfach so ruhig. Und das innerhalb von 24 Stunden kann man alles haben. Man muss auch den Moment können geniessen, wenn es dann wirklich schön ist. Und das muss man dann einfach können, den Moment ergreifen und das auf sich einwirken lassen. Das kann ich mir gut vorstellen. In ein paar Stunden ist es dann anders. Und du hast gesagt, du hast schon immer als kleines Kind wollen dorthin reisen. Ja, also mein Großvater hat in seinem Arbeitszimmer so einen grossen Globus auf dem Tisch und ich bin schon mit dem Finger auf dem Globus rumgefahren und habe verschiedene Gegenden erforscht und an Kontinenten und Antarktis und Neuseeland und so nicht gut sind halt quasi auf der anderen Seite von dort, wo wir aufgewachsen sind in der Schweiz, haben wir schon als kleines Kind eigentlich geschworen, dort muss ich mal hin. Einfach, ich bin schon immer neugierig gewesen auf so Sachen, die weit weg sind und die ich nicht kenne und tun gerne Sachen erforschen, die neu sind. 2024 ist neu angebrochen? Ja, eine Reise, die ich versuche anzubringen, ist nach Grönland, weil mich natürlich alle nach den Eisbergen gefragt haben, die es natürlich nicht gibt, Antarktik. Und ja, ich bin doch auch neugierig. Es ist auch eine Eislandschaft in dem Sinne. Mir gefallen halt die Farben sehr gut. Also die Farben sind sehr pastell. Also du hast sehr viel Rosa, du hast sehr viel Hellblau und dann auch Dunkelblau. Und es ist eine eigene Farbpalette im kalten Klima. Grönland würde mich schon auch noch interessieren. Oder du schaust auch Spitzberg, bin ich noch nicht sehe. Ich bin eh noch in der kälteren Klima daheim. Hast du etwas, was auf deine Wunschliste kannst tun und wo wir noch nicht miteinander reden können, wenn du Eisbären gesehen hast? Vielleicht kannst du dich mit meiner Kollegin auf dem Podcast verbinden. Die arbeitet ja in ihrer Station und die macht einen Triathlon. Und sie hat ein Bild geschickt, wo sie auf dem Velo ist. Und dann sieht man einen Eisberg hinten dran und sie hat gesagt, sie müsse einen Bodyguard haben, wo ihr aber sagt, hey, jetzt ist ein Eisberg, da musst du vielleicht ein bisschen aufpassen oder wieder in die Wetterstation zurückkommen. Ah, also Eisbären sind schon, also muss man schon aufpassen. Und was kann man von dieser coolen Episode jetzt noch lernen, wenn es so still ist? Wie ist echt das? Dass so ganz still ist und mir gehört nichts. Danke vielmals, Julia. Take it from the Iron Woman. We have episodes every Monday. You get to know people from around the world in different languages. Where do you get that? Where can you get that for free? Join us, follow us on all the platforms that we have, YouTube, Facebook, LinkedIn and Instagram. And also Take It From The Iron Woman is the book Global Business Coaching with Sports Parallels. See you next time and thank you so much for your support.